Servus, grüßt euch da draußen. Willkommen zurück zu The Last of Us, gespielt auf der PlayStation 5, die PS4-Version, wer kennt's nicht. So, ich habe wieder ein Video vorproduziert, also auf die Kommentare werde ich erst nach dem eingehen, falls Kommentare kommen sollten. Für die Likes bedanke ich mich jetzt schon mal, ne? Und ja, wie gesagt, danke fürs Einschalten, vielen lieben Dank und... Ja, was haben wir gemacht? Wir sind letztens, haben wir uns zwischen Schule gekämpft und haben, also, ja, haben dann erfahren, dass wir zu einem TV-Sender müssen. Das haben wir halt rausgefunden. So, und auf dem Weg sind wir jetzt auch dahin. Zuvor hatten wir Schimmer verloren, unser Pferd. Na, da hat sie uns regelrecht aus dem Sattel gehoben, wortwörtlich. Und ja, jetzt, wie gesagt, kämpfen wir uns durch zum TV-Sender. Wir haben jede Menge Wolves vor uns. Könnt ihr ja die letzte Folge euch mal anschauen. Haben wir so ein bisschen durch die Wolves gekämpft. Machen wir jetzt weiter, ne? Wir sind noch nicht durch. Und ja, dann würde ich sagen, stürzen wir uns mal auf ins Getümmel. Ne? Achso, ja, und stehen geblieben sind wir mit diesem Müllcontainer. Wollten wir noch hoch in diesen Balkon. Und genau das machen wir jetzt. Nein, Ellie? Bin gleich zurück. Ich halte Wache. So, ja, und wie gesagt, wenn euch das alles gefällt, ne, und ihr nichts verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da. Kostet nichts. Ist kostenlos. Aktiviert die Glocke. Und über ein Däumchen und einen netten Kommentar würde ich mich natürlich sehr freuen. Ne, das zeigt mir eure Anteilnahme und dass euch das alles auch hier so ein bisschen gefällt, was wir hier so anstellen. So, was hätte man denn hier lesen? Viv, wir wurden letzte Nacht ausgeraubt. Es war Jimmy. Ich hoffe, das ging alles auf sein Konto. Wenn ihr Probleme habt, kannst du mir sagen, dein Sohn und du, ihr beide liegt mir am Herzen. Wir sollten doch mehr denn je aufeinander achten. Es gibt schon genug Kriminelle in dieser Stadt, die das Sagen haben. So, Junge, Junge, Junge. Gib ein bisschen Salz und etwas Wasser hinzu, dann schmeckt es fast so wie ein Original. Okay, so ein Rezept ist sowas aber auch nicht verkehrt. Na, okay, so. Ich sag mal in dem Steinchen. Ne? Man weiß ja nicht, was so kommt hier. Kann ja sein, dass hier noch Runner oder Klicker, ne, in diesem Haus sind. Tabletten. Oder Pillen. So, nochmal nebenbei erwähnt, den ersten Part, also hier diesen Last of Us Remastered, gespielt auf der PlayStation Pro. Den bin ich auch nebenbei am Let's Playen. Würde mich freuen, wenn ihr da auch mal reinschaut, ne? Däumchen da lassen, liken, ihr kennt das alles. Boah, Sprengfalle. Wenn Gegner sich nähern, drücke, um sie was? Oh, nicht schlecht. Gut, neue Waffe gewonnen, schön. Und ja, wie gesagt, wäre schön, wenn ihr da auch einen Kommentar da lasst. Und liken, wenn es euch gefällt. Ne? Also mittlerweile ist es auch so, dass ich gesehen habe, manchen Leuten gefällt es auch nicht. Aber das ist halt so, man kann es nicht jedem recht machen. Man tut halt sein Möglichstes und genau das tue ich. Und naja, ne? Würde mich freuen. Ich werde es oben in der Infobox, werde ich verlinken. Und da könnt ihr ja gerne auf die Playlist vom Part 1 zurückgreifen. Nicht Part 1, Entschuldigung, den habe ich ja gar nicht. Das Remake. So. Ja, nicht zu verwechseln. So, okay, dann denke ich, haben wir es hier auch geschafft. Ich glaube. Hat es sich gelohnt? Ja. Gute Ausbeute. Gute Ausbeute? Also ich bin mir jetzt nicht gerade sicher, deswegen laufe ich gerade nochmal durch, weil manchmal war ich auch ein bisschen abgelenkt durch das Reden und Spielen und ne. Wie gesagt, ist alles ein bisschen neu für mich, aber ich tue mein Bestes für euch.
Ich versuche so professionell wie möglich irgendwie zu verpacken. Na, au. So. Okay. So, wieder ein Point of No Return, das kann heißt. Das Gebäude immer noch sehen. Wie willst du das machen? Mal sehen. So, Dille, dann gucken wir mal, was hier so Sache ist. Ton, denke ich, dürfte okay sein. Ne? Wenn irgendwas sein sollte, irgendwas zu laut, zu leise, wie auch immer, lasst es mich gerne wissen. Schreibt es in die Kommentare. Ich versuche es dann hinzukriegen, ne, dass das alles ein bisschen besser läuft, ne, ein bisschen flutschiger läuft. So. Hier könnten wir durch. Wir gucken mal. Game. Ich habe schon lange kein Tresor mehr gefunden oder so irgendwas. Okay, da haben wir es voll. Oh. Okay, das scheint... Guck mal, da oben. Oh. Da haben wir einen Speer. Sie ist hier in der Nähe. Und sie ist wirklich kein Scar? Sie saß auf einem Pferd. Nein, kein Scar. Na, dann werden die Scars sie wohl töten. Erledigen wir das, dann können wir endlich essen. Die Scars, ich glaube, das ist eine neue Sekte. Okay, so haben wir. Es tut mir leid für dich, Kumpel. Aber du spielst für das falsche Team. Wir haben noch ein paar Leute hier. Ich glaube nicht, dass es zwei sind. Müssen mindestens drei sein. Einen haben wir ausgeschaltet. Ich will den jetzt nicht unbedingt abknallen. Wird gehört. Wir gehen mal runter. Wir gehen mal runter und gucken wir mal, dass wir hier unten noch ein bisschen was wegmachen können. Ich weiß jetzt halt gerade, wo der andere rumgeistert. Ich sehe ihn auch nicht. Da hat sich ja gerade noch... Ah, guck mal da. Mit jemandem unterhalten. Das sind zwei. Shit. Ellie, aufpassen. Ich hab doch hier eine neue Bombe gefunden. Was ist das? Sprengfalle. Mhm. Die heben immer auf. Warum soll ich hier für diese Lappen da die Sprengfalle da benutzen? Also, das muss ja auch so gehen. Da steht eine und da ist auch noch eine. Der hat das Hammer. Okay, oh, nicht gut, nicht gut. Überall nachsehen. Los! Mhm.
Du sagst es. Was? Ich spring die mal um die Ecke, ja? So. Oh. Werde. Oh. Okay. Verdammt. Ach, Junge. Okay, geladen ist aber. Nö, ne? Glaub nicht. So, gut, dann, wie gesagt, ihr kennt das alles. Jetzt haben wir aufgeräumt. Jetzt gehen wir hier durch, ob wir irgendwelche Informationen, ein bisschen Loot finden. Ne? Nein. Hm? Naja. Ist egal, die arbeiten alle im falschen Team. Was brauchen wir da dafür? So, ich will mal eine Flasche will ich mal aufheben, weil irgendwann lernen wir den Schalldämpfer. Ich würde den gerne können. Oh, was haben wir hier? Puh. Okay. Ne, da können wir nichts machen. Okay. Wir gucken nochmal hier drüben drin. Haben wir da auch noch einen Laden? Ach, guck mal, hier sind auch noch Läden. Da gehen wir doch natürlich auch mal rein. Ein bisschen rumschnüffeln. Ne, heute ist ja Tag der offenen Tür. Hier eigentlich fertig? Ich glaube ja, ne? Okay, hier können wir noch runter. Wir gehen erstmal da drüben in den Laden. Was ist denn das hier? Sieht aus wie so ein Café oder so irgendwas, oder? Keine Ahnung. Ich kann kein Englisch. Okay. Das ist ein Spieleladen. Keine Ahnung. Ist hier irgendwas? Die Hexe ist cool. Nur Halloween-Zeug. Ein paar dieser Sachen sehen witzig aus. Masken? Kann man die anziehen? Schade. Der ist auch cool, der gefällt mir. Aber nichts. Auch nix. Irgendwie ein Tresor oder so irgendwas? Ich meine, wenn wir schon hier in den Laden gehen, dann will ich aber auch hier Action. Keine Action. Okay, gut, dann. Doch, da lag was. Duct Tape, ne? Okay, sehr schön. Duct Tape haben wir. Und fertig. Na gut, okay, dann sind wir hier fertig. Gehen wir weiter, Leute. Ne? Sorry, wenn es ein bisschen länger dauert. Ich nehme da gerne ein bisschen mehr Zeit, um alles so ein bisschen durchzu gucken. Ne? Kann ja sein, dass hier ganz tolle Waffen sind. Ne? Stell dir mal vor, hier liegt jetzt eine Waffe rum und mit der kannst du das Spiel so easy durch und ich habe die nicht geholt. Ja. Ja, oder du findest hier einen Koffer mit PlayStation Geld und kannst dir neue Spiele kaufen und du hättest den ja mitgenommen. Du würdest dich doch tot ärgern. Lass uns abhauen. Ja, jetzt mach doch mal keinen Stress. So, ah ja, genau. Und wenn euch gefällt, ne, was ihr hier so seht, was ich hier so für euch treibe, wäre es sehr nett, wenn ihr mir ein Like da lassen würdet und vielleicht auch einen netten Kommentar. Ne, machen ja andere YouTuber genauso. Oder Streamer oder wie auch immer. Und es wäre sehr nett, wenn das hier genauso funktionieren würde. Ne, dann macht sich die ganze Arbeit, die man sich so macht, auch ein bisschen bezahlt. Und dann macht das Ganze auch ganz anders sehr Spaß.
Denkt dran, Leute, jeder hat mal angefangen. Man ist nicht immer gleich ein Profi. Habt ein bisschen Nachsicht mit all dem und all denen, die das hier so ein bisschen versuchen, auch in den Griff zu kriegen. Man hat es nicht einfach. Man tut das Möglichste, um, sag ich mal so, in diese Fußstapfen auch treten zu können, was andere schon lange gemacht haben. So. Was können wir denn hier verbessern? Was haben wir denn Schönes? So. Ich würde fast Massage, Stabilität, Rückschritt, Kapazität. Genau, wir kümmern uns mal ein bisschen um die Kapazität. Die Feuerrate ist jetzt nicht. Was ist das hier? Magazinkapazität, Genauigkeit, Rückstoß. Weiß ich. Ah, ist nicht so gut, ist nicht so gut. Wir machen das mal. Ja, ja, ich glaube, wir machen. Bring sie zum Reden und dann lass es gut sein. Verlier nicht die Kontrolle. Kommt auf den Skal. Hab ich recht? Mhm. Ja, ich glaube, wir säubern erstmal ein bisschen so das Areal und dann sehen wir mal weiter. Mich da jetzt an die Werkbank zu stellen und darum zu basteln, glaube, wäre nicht schon Vorteil. Okay, okay, okay. Ah ja, da vorne war einer. Ich kann immer noch nicht den Schalldämpfer bauen, was mich so ein bisschen ärgert auch, ne? Oh, der hat ein Beil dabei. Okay, da haben wir einen. Ich höre doch noch irgendwo jemand. Ist hier draußen? Da. Ja. War uncool, unklug. Oh. Sehr gut geschossen, sehr gut geschossen. Hat sie gut gemacht. Tue ich das? So blutig sollte es nicht enden, aber Hauptsache es hat geendet. Ja. Verdammt, du. Du warst gut drauf. Danke. So habe ich dich noch nie kämpfen sehen. Wie viele haben die dir hinterher geschickt? Naja, alles für den Dackel, ne? Und alles für den Club. So, gut, dann looten wir hier nochmal ein bisschen durch und dann gehen wir mal an die Werkbank. Da haben wir nichts drin. Junge, ist das in die Spinde laut. Geschlossen hatte ich ja nicht, ne? Nein, okay. Gut, also, hier haben wir Läppchen. Ich brauche einfach nichts herzustellen, ne? Irgendwie. Kann man das hier reparieren? Nee, kann man nicht.
Dann bauen wir wenigstens hier sowas noch. Und dann... Ah, fuck, ich hab diese Flasche. Na gut, egal. Wir werden wir finden. Also ich denke mal, wenn wir jetzt hier einen Schalldämpfer lernen, wie ein Schalldämpfer gebaut wird, dann werden wir auch diese Flaschen finden. Na, siehste, was sag ich? Was sag ich denn? So. So, wie gesagt, nochmal für die Leute, die es vergessen haben. Wir sind gerade auf dem Weg zum TV-Sender. Da sollte sich der nächste... der nächste Wolf befinden, der mit dabei war, wo Joel getötet wurde von dieser Gruppe. Und wir suchen praktisch die Gruppe, die Joel, also die dabei waren, wo Joel getötet worden ist von Abby. So, diese Leute werden gesucht. Hier sind alle verhaftet. So. Gut, dann gehen wir mal in die Werkbank. Das ist okay. Hey, liegt ein bisschen Munition rum. Vielleicht kann man, wenn man die Kapazität erhöht, dann die Munition mitnehmen. Gucken wir mal. So. Ja, genau. Weil ich es gerade sehe, dass es eingeblendet wird. Ihr könnt auch gerne mir eine Donation verabreichen. Ja. Der Link ist auch in der Videobeschreibung. Wer möchte, ist kein Muss, ne? Aber das hält mich so ein bisschen über Wasser. Füge den Schnappgewehr hinzu. Waffenabweichung zu verringern um 40%. Was ist denn das? Geschütze abzufallen. Mehr Schaden. Nachladegeschwindigkeit, Magazinkapazität. Ich mache mal die Kapazität der Schaden, sag ich mal. Im Laufe der Zeit. So. Machen wir erst mal das. Okay, dann machen wir gleich noch eine Pistole. Ich benutze im Moment sehr viel die da, ne? Den Colt. Das war, glaube ich, die Waffe von Joel. Kann man hier die Kapazitäten? Ne, da habe ich schon gemacht. Feuerrate. Nö. Dann nehmen wir diesen Automatik. Die machen wir Kapazität ein bisschen höher und dann ist das so in Ordnung. So. Ne, Ellie weiß, wie es geht. Kleines Mädchen. Das ist so ihr Hobby. Die hat Ahnung. Ne, wo andere Lego spielen, tut sie Waffen pimpen. Okay, so. Jetzt gerade mal gucken. Können wir hier nachladen? Okay, so. Da haben wir schon ein bisschen mehr drin. Haben wir hier noch? Wie voll. Na gut. Okay, Leute, dann sind wir hier jetzt erstmal soweit fertig. Würde ich sagen, gehen wir weiter. Gehen wir jetzt hier durch? Oder? Wir gucken einfach mal. Ne? Wir laufen mal ein bisschen rum. Um zu sehen, wo es halt weitergeht. Vielleicht haben wir Glück und finden irgendwo noch etwas Interessantes. Books, da können wir mal reingucken. Hier scheint es fertig zu sein. Da vorne waren wir schon. Hier, das ist ein Buchladen. Da können wir mal reingucken dann. Buchladen und... hier noch so. Ich will halt jetzt nicht an den Punkt kommen, ne? An diesen Punkt, wo man immer zurückkommt. Weil das wäre natürlich dann sehr dumm. Und dann haben wir viel vergessen. So. Okay. Ah, da vorne sind noch zwei Stück. Okay, ich sehe sie. Ich will das mal versuchen. Kann ich hier durch die Mauer schießen? Aber ich meine. Oh, ein Hinterhalt ist klar. Aua!
Ah, ist doch kacke. Aber mein Aim ist echt. Die kreischt. Willst du noch mehr? Krass. Boah, mein Aim ist richtig scheiße. Wie kriegen wir Lea allein? Ja, okay. Wow, ich hab das Bein abgeschossen, Junge. Zum Reden. Du willst sie zum Reden zwingen? Okay. Wenn's sein muss. Leck mir fett. Okay, gut. Also wenn euch mein Aim gefällt, ja. Wenn euch mein Aim gefällt, dann lasst mir doch gerne ein Like da. So, gut, dann würde ich sagen, wir gehen mal in die Bücherei. Hier haben wir es durch. Dann gehen wir die Bücherei durch. Und dann können wir weiter. Ich glaube, die Bücherei ist der letzte Laden, den wir hier noch haben. Konnten wir hier unten vielleicht noch irgendwas mitnehmen? Wir hupen mal runter. Ups. Nö, es sieht nicht so aus, ne? Okay. Was? Volles Bein weggeschossen. Das Spiel ist schon ein bisschen brutal. Was? Das hört. Ja, okay. Okay. Sind alle hier in dem Raum oder was? Pass mal auf, ich versuche mal die Tür zu öffnen. Ah, kannst du bitte die Tür auflassen? Scheiße, scheiße, scheiße. Okay, das ist ein Klicker. Die Klicker sind gar nicht so gefährlich. Ich finde die Runner schlimmer, weil die können sehen. Die Klicker können nur hören. Nur wenn sie dich erwischen, bist du im Eimer. Ja, die machen halt mehr Schaden. Sind echt in dem anderen Raum? Oh, was ist das jetzt hier? Last Round. Lesen. Last Round, Survival Magazin. Alles zum Camouflage. Schütze täuschen, verbessern mit dem Besten. Okay, und was haben wir jetzt? Ah, das heißt, wir können neue Verbesserungen. Na also, tada. So, und was haben wir jetzt Schönes? Schalldämpfer, da ist er doch. Leute, wir haben den Schalldämpfer richtig nice. Und das Schleichen, das will ich auf jeden Fall hochdrücken. Und was haben wir dann noch? Das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Okay, wir lassen es mal so. Dann versuche ich mal für meine Pistole Schalldämpfer herzustellen. So, können wir den auch irgendwie abnehmen? Schalldämpfer entfernen. Kann man den auch wieder anbringen? Jawohl, können wir anbringen. Ist das nice. Gefällt mir. Gefällt mir.
würde ihn ja gerne, ups, ich würde ihn ja gerne ausprobieren, aber wenn jetzt der nicht umfällt, habe ich ein Problem. Das war gar nicht gut. Das war gar nicht gut. Okay. Ich wollte anfertigen. So ein Mist. Die haben sich vor über 10 Jahren gegen das Militär gestellt. Warum sind die immer noch so heiß? So viele Abhängige können hier kaum durchkommen. Ja, wie gesagt, das ist halt mein Aim. Ich weiß nicht. Die Stadt sieht aus, als wäre sie voller Vorräte. Ich weiß nicht, warum sich die Leute so darum streiten. Oh Gott. So, lest es, wenn es zu viel ist. Ja, ja. Dann, es geht los. Am früheren Sonntagmorgen halte deine Leute von der Straße fern. Mhm. Ja, wie gesagt, ihr kennt es. Pausiert es und gut ist. So. Okay. Das war Mist. Ja, wie gesagt, mein Aim ist. Echt miserabel, Leute. Ist echt miserabel. Ja. Aber auf der anderen Seite, ne, ihr habt was zu lachen. Ja. Ich habe was zu schwitzen. Und so haben wir alles gut gemacht. Ne? Und ich kann es doch mal sagen, wenn euch mein Aim gefällt, lasst doch bitte ein Like da. Okay. Dr. Steam. Ah ja. Wem es gefällt, ne? Sollte mal weg die Scheiße da. Oh Gott. Toiletten. Okay. Und die Pillen. Pillen mitnehmen. Was haben wir hier noch? Okay, das wäre die Tür. Hier sind wir fertig. Bäh. Teufel. Das ist krass, ne? Junge, boah. Warum sehen die Toiletten so aus? Was ist mit den Leuten los? Ist das eklig? Okay, gut. Dann haben wir es. Hier, Bibliothek. Wir haben den Schalldämpfer entdeckt. Ist eine coole Sache. Jetzt müssen wir nur noch schießen lernen und dann ist doch alles gut. Ja, weiter. Da oben. Kommen wir da oben rein? Nö. So, weiter geht's. Vielleicht kommen wir da weiter. Wo? Ja. Wo denn? Vielleicht kommen wir da. Was meinst du bitte? Da unten ist ein Gate, eventuell. Sieht doch danach aus. So, ich will aber gerade mal gucken, wo ich die 2 Leute erschossen habe, ob es da unten auch irgendwie weitergeht. Weil genau hier mein TV. Oh, guck mal hier. Ja, hier haben wir noch ein bisschen was. Ich will gerade mal gucken, ob man hier von rechts in den oberen Laden kommt. Da war ein Fenster offen. Mal gucken wir nochmal rein. Ich denke, nein. Nee, Quatsch, hier geht's nicht weiter. Über das Gate, ne? Das ist zu. Nee. Ich probiere das erst gar nicht. Ich will erstmal hier über die Läden da noch ein bisschen Loot besorgen. Gucken, was man brauchen kann. Informationen über den Aufenthalt von den Wolves, die wir verfolgen. Okay. Das ist wieder so ein Ding, da fühle ich mich schon wieder so unwohl. Na, wenn wir hier reingehen. Irgendwie. Was wir machen, das ist jetzt einfach. Was haben wir dann? Wir haben noch 10 Minuten. Das kriegen wir hin, Leute. Das kriegen wir hin. Haben wir hier irgendwie ein Seil oder so? Ich weiß nicht, ob ich hier ein. Und das ist gefährlich, Leute. Da jetzt einfach runter. Da muss es einen anderen Weg geben. Da muss es definitiv einen anderen Weg geben.
brennt überall. Oh. Es hat Monate gedauert, alles zu sichern. Die Chefs wissen, was sie tun. Was für Chefs? Und was für Chefs redet ihr? Gucken, vielleicht machen die Infizierten die platt. Dann haben wir das nicht das Problem. Nicht gut, aber Action, Leute, Action. Hab ihn erwischt. Echt, hast du? Leute, was mache ich denn jetzt? Heiland, das nee. Na gut, okay. Ihr wisst Bescheid, ne? Ihr habt's raus. Das war Müll. Na ja, gut. Ist halt so. Kann man nichts machen, müsst ihr gucken zu. Was nehmen wir mit? Nee, nehmen wir nicht mit. Ich habe noch eine Patrone. Das Gewehr, das heißt, ich werde die Pumpe nehmen. Und hier von der werde ich mal den Schalter wieder abnehmen, oder? Nee, ich mache ihn dran. Weil jetzt probieren wir mal da ranzukommen. Und ich werde heilen. Na gut, wie gesagt, das sind halt so die Dinge. Ne? Ihr könnt drüber lachen, ich kann drüber heulen. Das geht schon, ne? Gehen wir hin. So. Medikit herstellen. Sehr schön, was ist denn das da eigentlich? Haben wir was Neues gelernt? Glaube ich. Okay, gut. So, dann gucken wir mal, dass wir irgendwie. Uns hier erstmal wieder ein bisschen aufmunitionieren. Was man hier halt so finden kann. War die zwei Keller noch fertig? Schrotmunition. Knüppel.
Wie sieht denn gerade meine Schlagwaffe aus? Habe ich denn noch eine? Nee, ne? Nee, habe ich nicht. Müsste ich mir bauen. Ja, komm. Dann gib mir das Ding. Ist besser wie gar nichts. Und wir bauen das Ding. Zurecht. So. Das haben wir gemacht. Dann gehen wir mal dahin, wo die Infizierten waren. Da gab es noch jede Menge Sachen zu looten. Was haben wir denn? Ja, wir haben noch 5 Minuten. Ich glaube, man hätte auch erst die Infizierten ausschalten können oder das so managen, dass die Infizierten die angreifen und wir hätten uns gedeckt gehalten. Wäre, glaube ich, besser gewesen, aber komm. Egal. So, Karte. Komm, brauchen wir nicht unbedingt. Ja, scheiße. Wir hatten uns Medikit gemacht, hätten wir gar nicht gebraucht, hätten wir uns die Materialien sparen können. Metallrohr 3. Ja, das wäre besser gewesen, ne? Definitiv wäre es Metallrohr stärker gewesen, aber egal. Das wäre der Laden, wo wir wären runtergekommen. Erst, ich glaube, ich hätte runterspringen sollen. Wäre vielleicht besser gewesen, aber egal. Wir haben es überlebt. Gibt es hier noch irgendwo interessante Sachen? Bisschen Heilung gefunden. Munition. Guck mal, die verkaufen die Munition unter der Ladentheke. Auch nicht verkehrt. Gut, ich denke mal, wir haben das jetzt hier. Da hatten wir noch ein bisschen Heilung. So, wo sind die guten Jungs hier? Und hier hinten da. Ellie, was machst du? Bist du irre, Mädchen? So, der Schuss muss sitzen. Das ist doch nicht halt wahr, ne? Der hart da hinten aus. Okay, ich würde gerne hier rein. Wir flitzen mal da durch. Und zack, 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 zack. Da gucken wir dann. So, hier ist eine Bank. Hier gibt es doch bestimmt einen Safe, oder? Hier gibt es doch gute Sachen für mich. Büro. Da haben wir noch Klebeband. Becher. Kaffeebecher, ne? So. Okay. Guck
Gut, wir machen ein bisschen Überlänge, weil wir sind hier gerade in der Bank und dann bringen wir das noch schnell zum Abschluss. Und dann haben wir das dann auch geschafft. So, was haben wir hier noch? Tabletten. Okay, sehr schön. Jetzt haben wir hier noch den Handschuh-Pancho da hinten. Ist das nur noch der eine? Ja, ich glaube, das ist nur noch der eine, ne? So, Hammer. Hammer wird ein paar Patronen für die diese hier. Alles ruhig. Alles klar. Ja. Okay, sehr gut. Und jetzt? Wir müssen durch diese Kontrollpunktmauer. Die Gebäude sind auf der anderen Seite. Seh dich um. Es muss einen Weg rüber geben. Okay, ein Weg rüber. Ah, okay, ich sehe es hier schon, ne? Hier die Leiter hoch und hier durch diese Gebäude. Gut. In den ersten Stock. Warte doch mal bitte, weil wir könnten doch hier unten vielleicht, ne? Warte. Ja, Ellie, was ist los? Ist vorne, okay. So. Wo sind wir denn hier eigentlich? Ich höre. Hier haben wir noch ein Läppchen, das ist gut. Ja, das gucken wir noch durch hier. Den Laden. Wir können aber auch von hier die Treppe hoch, ne? Wir machen es aber cool. Wir gehen von außen hoch. Toilette haben wir noch? Tabletten? Nö, ne? Okay. Gut. Alles klar. Dann, ja, wenn wir schon hier in der Küche sind, sorry Leute. Machen wir nochmal 2-3 Minütchen, eine Minute so. So. Was haben wir hier noch? Küche. Ich mach die Lade auf. Da ist nix. Naja, hier haben wir noch eine Lade. Na, siehst du. So. Pistole konnten wir nicht holen. Also hier diese Munition. So, hier geht's die Treppen hoch. Dann sind wir eigentlich fertig, ne? So, hier müssen wir durch und dann kommen wir, glaube ich, ins nächste Areal. Okay. Gut, Leute, dann sag ich schon mal vielen Dank fürs dabei sein. Vergesst bitte, wenn ihr möchtet, eure Likes nicht. Ne? Abonnieren könnt ihr auch. Ne? Kostet nichts, ist kostenlos. Wenn netten Kommentar, würde ich mich auch freuen und ja, habt noch einen schönen Tag und der Abend und ne, haut rein. Wir sehen uns bestimmt in der nächsten Folge. Bis denn dann. Tschüss.